Unser Kollege Mike Vogel ist für uns unterwegs. Schönen guten Morgen und diesmal aus dem Auto. Ich verstehe dich. Darf ich mal kurz fragen, wie kalt ist es bei euch in dem Fall in Kiefersfelden in Kufstein? Ja, wir haben hier laut Autothermometer minus 12 Grad, aber ich bleibe nicht im Auto wegen der Kälte, sondern ich stehe hier bei den Grenzkontrollen, vielleicht sieht man es, im Stau. Da geht kaum was weiter. Da ist wirklich momentan, schätze ich mal, eine Zeitverzögerung von gut einer halben Stunde bei einer Einreise schon nach Österreich, obwohl ja eigentlich die schärferen Kontrollen bei der Ausreise aus Österreich sind. Denn momentan unterstützen 600 Soldaten und 400 Polizeibeamte an 26 Grenzübergängen in Tirol und machen diese strengen Kontrollen bei der Ausreise. Denn man muss jetzt immer einen negativen PCR-Test oder Schnelltest, eine Bestätigung mithaben, um nachweisen zu können, dass man sich in Tirol nicht angesteckt hat. Ich war heute schon um 6:45 bei einem Arzt und habe mich wieder mit dem kurzen Nasenbohrertest testen lassen, um auch wieder aus Tirol zurückzukommen. Wegen dieser Mutationsfälle des südafrikanischen Virus im Bereich von Schwaz und im Zillertal eben wurden jetzt die Grenzen mehr oder minder dicht gemacht. Man muss eben diese Tests haben und wer sie nicht hat, wird zurückgeschickt. Aber es gibt an den Grenzen immer natürlich Schnelltests, die man machen kann. Da gibt es Teststraßen und da, wenn man keinen hat, kann man ihn natürlich machen. Aber wie gesagt, momentan staut sich noch alles, sogar bei der Einreise nach Österreich. Die LKWs, vielleicht sieht man es, die kommen ein bisschen schneller vorbei. Aber wie gesagt, die PKWs stehen. Und das bei der Einreise. Wie es bei der Ausreise dann sein wird, wo die Kontrollen viel stärker sind, das werde ich mir nachher anschauen, sobald ich durch diesen Stau durchgekommen bin. Darf ich dich was fragen wegen dieser Tests? Es gibt ja immer wieder ganz gescheite Leute, die eine Idee haben. Ich habe einen Test gesehen, der schaut aus, das ist wie ein Blatt Papier und es schaut für mich nicht fälschungssicher aus. Hast du dir das, du bist ja unser James Bond, hast du dir das schon einmal angeschaut? Ich habe mir das angeschaut. Es gibt eben diese Tests. Einerseits bekommt man die zum Beispiel in den Apotheken oder bei den Ärzten ausgedruckt auf einem Papierzettel. Wenn jemand natürlich will und ich sage mal im Photoshop oder am Computer gut ist, dann hat er so einen Test relativ schnell homemade, also selbst gemacht. Die Tests, die man über SMS bekommt von den Teststraßen, auch diese sind natürlich nicht sicher. Denn das große Problem dabei ist, dass diese Tests aus Datensicherheit nicht mit dem Namen versehen werden, sondern nur mit einer Nummer. Das heißt zum Beispiel der Friseur oder wenn ich jetzt über die Grenze fahre, der Polizist kann sicherlich nicht herausfinden, ob ich mit der Nummer zum Beispiel EA007 jetzt diesen Test wirklich ich gemacht habe oder zum Beispiel mein Bruder. Okay, gut. Eben, also ich habe auch einmal ein bisschen informiert in der Richtung, aber ich glaube, wir wollen nicht zu viel darüber reden, sonst bringt man vielleicht auch manche auf die Idee, wir sind hinter den Tests und wir wollen, dass sich alle ehrlich testen lassen, auch als 006 und 008, nicht nur als 007.